Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Autobahnpolizeisimulator 3. Den zweiten Teil haben wir bereits gespielt. Jetzt ist beim dritten Teil die Demo rausgekommen. Oh, ich bin sehr gespannt. Oh, Gefahr durch Tiere. Es kommt zu einem Unfall, bei dem auch freilaufende Tiere auf der Fahrbahn involviert sind. Du bist zuerst am Ort des Geschehens und leitest die Unfallaufnahme ein. Ja, kein Problem. Ah ja, okay. Zwillinge ist scheinbar bei der Polizei. Wagen 1 zur Leitstelle, kommen. Jo, Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Verstanden, Alter. Wir fahren hin und schauen uns das an. Mann, dass du wegkommst, Alter. Fahr zur Seite. Der LKW muss auch zur Seite. Sehr gut. Bitte Rettungsgasse bilden. Oh, nichts passiert. Ja, sag mal. Der LKW, der drängt mich ab, der LKW. So muss es passiert sein. Der Aufstand der Kühe. Die sind ausgerastet. Die sieht schon aus wie so ein Troublemaker. Guck dir die an, Alter. Ja. Oh, was mit ihr? Oh, guck mal, der Handy am Steuer. BMW-Fahrer. Krieg gleich Ärger von den BMW-Fahrern. Oh nein. Scheiße, die arme Kuh. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Ja, Mann. Die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Junge, direkt, Alter. Junge, Matrix kann einpacken. Fast and the Furious? Forget it. Der Autobahn-Polizeisimulator ist da. Sie kommt noch zum Stehen. Aber der andere Bray. Ja. Eieiei. Das wieder ein Auftrag? Für Dr. Professor Paluden. Mit seinem Ruggeln. Wagen 1 zur Leitstelle. Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Wie viele Personen sind beteiligt? Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? 400 Meter. Wir sind fast vor Ort. Wir melden uns wieder. Ja. Ah ja. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Wir sind da. An die Arbeit. Ja. Sagst du so leicht. Was machen wir jetzt mit den Viechern? Jetzt nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Ja. Spaß, Vogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Okay. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Das stimmt. Wird gemacht. Aber ist kein Problem. Sorry, erstmal die Kegel. Pussy? Genau, hier ist Vollsperrung. So, habe ich noch welche? Nee. Erfolgreich gesichert. Fotomodus. Ah ja. Oh ja. Sehr gut, Auto. Ach so, wenn es grün ist. Ja. Sollte ich mich nicht mal um den Typen kümmern? Aber es wird nicht grün. So, ich spreche jetzt erstmal. Ach, guck mal hier. Nee, ich spreche erstmal mit ihr und dann konfrontiere ich ihn. Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Das stimmt. Oh ja. Fahrverhalten. Ich nehme an, er ist Ihnen sehr dicht aufgefahren. Ja. Und wie? Der hatte es ja mehr als eilig. Sein Gedrängel hat mich total nervös gemacht. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem ich der Typ überholt hat. Mhm. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Okay. So, jetzt Sie. Guten Tag. Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting. Und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na, wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Ja, genau. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen. Dann erfahren Jetzt wir sicher mehr. Jetzt kriegen wir dich. Okay, nachhaken. Als aufmerksamer Fahrer wären Ihnen die Tiere bestimmt nicht entgangen. Wir konnten sie schließlich schon von Weitem sehen. Ich denke, Sie haben während der Fahrt telefoniert. Aha. Das hat Sie abgelenkt, weshalb Sie die Kuh auf der Straße nicht sofort bemerkt haben. Das sind doch nur Spekulationen. Sie wissen überhaupt nichts. Das ist Ihr letztes Wort? Ist es. Ich sage dazu nichts mehr. Die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas sagt mir, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Ja. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Oh ja. Hab ich das jetzt gut gemacht oder hätte ich ihm was anderes fragen sollen? Aber warte mal, wir müssen vielleicht von der Seite, weil hier, oh ja. Aber das wird halt nicht... warte doch, das war noch... Nee, es wird nicht grün. Warum wird es nicht grün? Was muss ich anders machen? Junge, was soll ich denn fotografieren? Sag mal, wie mache ich denn jetzt die Fotos? Aha, guck mal, hier auf dem Boden. Aha, jetzt habe ich... Da sind Teile. Ja, ja. Guck mal, hier, die Sachen müssen wir fotografieren. Die ja auf dem Boden liegen.
Ah ja, sehr gut. Vielleicht die Bremsspur? Nee. Dann vermutlich noch hier mehr Teile. Ah ja. Ah ja, hier. Das Handy. Ah, jetzt das Auto. 3 von 4 und dann das Auto. Nee, noch nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber hier müssen wir auch irgendwas fotografieren. Zu den Bremsweg hätte ich gedacht, weißt du? Hier muss es noch irgendwas geben, was wir übersehen haben. Der Zaun, wo die rübergesprungen sind. Auch nicht? Wie kann ich jetzt Der F Zaun untersuchen? Ist kaputt. Kein ja, Wunder, dass die okay, sie konnten die ja einfach ausreißen. Sie konnten ja einfach ausreißen. Das stimmt. Aber davon muss ich kein Bild machen. Guck mal, ich streichel dich. Ja, feini. Ah, wir können es untersuchen. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ausgezeichnet. Löst den Fall. So. Du gehst jetzt auch mal raus hier. Laufen die, wenn ich die alle streichel, dann wieder weg? Nee. Ah, Warnweste haben wir uns jetzt noch angezogen. Ey, was krass ist, von ihm gibt es keinerlei Bremsspuren. Ah, sichere den Unfall habe ich jetzt auch die 100%. Ich habe den umgesetzt. Okay, dann ist jetzt nur noch ein blödes Unfallfoto. Sag mal, das Auto... Hier, war das nicht gerade grün? Nee. Ich war eingebildet. Junge, was soll ich denn bei dem Auto? Weil ich habe ansonsten alles Auffällige. Ja, das nicht, ne? So, Kuh, geh mal. Geh mal weg jetzt. Muss ich jede Kuh streicheln? Dich streichle jetzt auch nochmal. Als ob. Junge, wenn man das so macht. Warte, ich gehe hier ran. Und jetzt kann ich fotografieren. Okay, alles klar. Fertig. Bearbeite die Unfallskizze. Ja, also. Ah ja, das andere Auto, das ist jetzt hier. Nee, ist noch nicht richtig. Kann ich das drehen? Drehen. Ah, rechte Maus. Ja, genau so. Von welcher Seite aus sehe ich das denn jetzt? Nee, wahrscheinlich von hier. Ja, dann ist das Auto hier so. Wrackteile hier und da. Ja, aber das war doch auch jetzt hier irgendwo. Ah, perfekt. Unfallskizze abgeschlossen. Sprich mit deinem Partner. Oh. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment Janina, hier eintreffen. Janina, Janina. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. So, kein Problem. So, jetzt hier, hoppa. Scheuchen. Jungs und Mädels, jetzt mal bitte hoch. Hopp. Ja, genau. Auf die andere Seite schicken wir sie. Alter, guckt euch mal diesen riesigen Stau da an. Na los! Hoppa. Achso, muss ich die auch in die richtige Richtung? Ah ja, weil die haben es, glaube ich, nicht so gecheckt. So, warte. Hoppa. Hey, jetzt ist jetzt falsche Richtung. Hopp. Ja, die checken das alle irgendwie nicht so richtig. Nee, du bist ganz falsch. So, du musst da erstmal längs. So, du hier, hopp. Und du auch in die Richtung. Ja, fast. Genau, straight up. Sei ein braves Mädchen. Ja. Sag mal, da hinten ist schon wieder. Mann, ihr Kühe. Nee, da längs. Hopp. Zack. Keine Ahnung, was jetzt bei dir der Fehler ist. Nee, da längs. Genau, und jetzt so ein bisschen... Ja, warte, nee, jetzt quer. Und jetzt da. Ja, warte. Nee, nein. Da. Sehr gut. So, alle zusammen. Wammer Nors. Hopp, nach oben. Nee, nicht. Oh nein. Nee, wo willst du jetzt hin? Ich fühle mich wie so ein Hirtenhund. Ja, schön nach oben. Habe ich alle? Na, falsche Richtung. Ja, gleich haben wir es. Wie Demo-Version 2 Minuten. Wieso denn jetzt nur noch 2 Minuten, Alter? Was soll das denn jetzt? Ich bin hier dabei, die Kühe da hochzuscheuchen. Alter, die eine ist schon rübergesprungen. Hopp, warum ist denn das zeitlich begrenzt? Bitte. Willst du dich nicht auch mal nützlich machen? Was willst du denn? Alter, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Okay, wir haben es geschafft. Ja, und er nuggelt da weiter an seinem Stück Mais. Frau Neudorf. Auf Sie haben wir gewartet. Ah ja. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein. Wie ist das denn passiert? Du hättest jemanden umbringen können. Als Eigentümerin sind Sie dafür verantwortlich, dass die Tiere auf der Weide bleiben. Wie kann es also sein, dass Ihnen die zerbrochene Latte im Zaun ist? Es ist wirklich gefährlich. Ich habe mich in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht allzu sehr um Zäune gekümmert. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Mhm. Wie kam es dazu? Ich will den gesamten Hof verkaufen. Das ist alles nichts für mich. Derzeit bin ich auf Ja, aber kein Grund, das zu verwahrlosen zu lassen. Auch wenn Ihnen Ihr derzeitiger Beruf nicht zusagt, müssen Sie ihn trotzdem gewissenhaft ausführen. Ja. Ich kann nur wiederholen, dass es mir sehr leid tut. Ja. In Ordnung. Allerdings werden Sie sich dennoch für Ihr Versäumnis verantworten müssen. 10 Jahre. Okay. Ich muss die Straße fegen? Ah, weil die da überall hingeschissen haben.
Wollt ihr mich verarschen? Ohne meinen Besen fasse ich das nicht an. Abgehobener Polizist. Das machen echt Polizisten? Ich dachte, da gibt's dann so einen extra so einen Dienst. Aber scheinbar nicht. So. Ich feg die Kacke ordentlich weg. Ich feg die Kacke ordentlich weg. Das ist ja so ein großer Dreck. Ich feg die Kacke einfach weg. So, verlasse. Also ich muss meinen Feger jetzt wieder zurückpacken. Zack. So, dann sind wir jetzt fertig. Einsteigen. Aber ich muss doch die Typen mitnehmen. Die beiden. Was ist denn hier mit denen? Das sind doch, der eine ist so ein Krimineller. Feature ist erfolgreich. Ach, das war's jetzt. Release 2022. Ja, geil. So, Leute, das war's mit einem kleinen Einsatz hier beim Autobahnsimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir werden sicherlich auch dann, wenn die Vollversion draußen ist, das Game, denke ich mal, weiterspielen. Ja, hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos, schaut gerne bei paluten.shop vorbei und habt alle noch einen Traum auf Tag. Haut rein. Tschüss.